Willkommen zurück im actionreichen Rise of the Tomb Raider. Wir tauchen ab und ich bin jetzt hier schon gestorben, weil ich das nicht hinbekommen habe und ich mach's jetzt nochmal. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Weil ich noch nicht so den Dreh raus habe, wie ich es am besten mache. Die Befehle waren klar. Wir brauchen eine Bestätigung. Sucht einfach weiter. Die wissen immer, dass ich da bin. Das ist das Problem. Und bemerken einen wahnsinnig schnell. So, die gehen weg. Der auch. Die da hinten müssten mal weglasern. Weil sobald ich rausgehe und den jetzt hier von hinten erledige, zieh den doch mal runter. Ah, so vielleicht. Ich glaube, sie haben mich bemerkt, oder? 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 Tauch ab. Wir wissen jetzt zumindest nicht... Ja, ich glaube, sie haben es schon bemerkt wieder, dass ich hier bin. Guck mal. Ja, ich muss irgendwie ein Wasserloch finden. Ich weiß jetzt nicht, von welchem ich komme. Ich habe keine Ahnung, welches ich nehmen soll. Oh, das ist gut. Komm mal her. Scheiße. Wenn wieder einer so da steht am Rand, dann kann ich sie einen nach dem anderen. Oh, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. So eine Kacke. Das ist mir schon passiert. Wenn die erstmal Bescheid wissen, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Aber die so einer nach dem anderen ausschalten, ist viel cooler. So, jetzt nehme ich wieder das Loch. Jetzt wissen sie eh Bescheid, dass ich da bin. Ist halt einfacher, als von Loch zu Loch zu schwimmen, was ja sowieso anscheinend der Fall sein soll. Komm, geht der weg? Ach komm, der kommt hierher. Komm mal runter. Das war's. Ach, blöd. Ja, gut. Wie gesagt, das ist mir schon passiert. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt nochmal. Ist also nicht so einfach, wie ihr seht. Stelle. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man es halt, wie gesagt, irgendwie am besten macht. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ja, dich nehme ich mir erstmal vor. Die hole ich mal runter. So. Jetzt nehmen wir uns das nächste Loch vor. Oh. Ich nehme einfach das falsche Loch immer. Ich bin noch unter Wasser und die sehen mich. Das ist so blöd. Ja, ich hab's verstanden. Ihr wisst, wo ich bin. Sind die jetzt überall? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Wir leiden Verluste. Und wieder runter. Okay. Immerhin habe ich jetzt schon mal ein paar ausgeschaltet. Ja, abwarten, lass sie zu dir kommen. Irgendwie weiß ich auch nicht. Hierher zu mir kommen. Wie sehen die das doch?
So. Das war der letzte von ihnen. Hey. Ich muss zurück zu Jonah. Man hätte das Sophie wahrscheinlich besser machen können, aber... Ihr kennt mich ja. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe... Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ach ja, so. Szenenwechsel. Ich ärgere mich schon wieder mal, dass ich hier gerade die... Weiß ich nicht, man hätte halt von Loch zu Loch schwimmen müssen und dann immer so einen nach dem anderen. Man sollte sie ja an sich rankommen lassen. Dann, aber die haben mich dann mit dem, wenn sie einen schon entdeckt haben, ist glaube ich eh zu spät, weil dann kann man nicht ans Wasserloch die so nah rankommen lassen. Dann lasern die ins Loch rein und dann sehen sie einen. Also man kann die dann glaube ich nicht mehr wegschnappen. Also besser ist immer einen nach dem anderen von hinten irgendwie, aber dann stand wieder einer davor. Weiß ich nicht. Müsste ich wahrscheinlich noch ein paar Mal machen, um den Dreh rauszubekommen. Aber am besten auch nochmal irgendwie eine Granatenpfeil oder sowas reinschmeißen. Damit gleich mehrere auf einmal draufgehen. Jonah ist jetzt kurz vorm Sterben. Oder ist schon tot oder kurz vorm Sterben. Die wollen ihm jetzt helfen. Ich frage mich, wie sie jetzt Jonah helfen wollen. Aber wäre halt schade für Lyra, wenn der jetzt sterben würde. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Hör? Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen,
begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Sind. Gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Boah, krass, geothermales Tal, mal wieder. Jacob ist der Prophet. Erhalten durchkreuzte Pläne, Pack im Marktplatz einlösbar. Ja, dann gehen wir mal durch diesen coolen Geheimgang hier. Das ist ja total cool. Dann gucke ich nochmal hier rum, einmal in die Ecken überall. Hier noch was? Nö. Gut. Dann kloppen wir mal die Wand ein. Komisch, dass da die Wand zugemauert ist. Das Orary. Oder so. Der Oreo-Keks. So, jetzt. So. Jetzt hier rüber. Da nochmal so ein bisschen Zeug schürfen. Das finden wir in letzter Zeit auch nicht oft. Brauchen wir aber. Breitblattwandbesteigung. Mehrere Breitblattpfeile können in dieselbe Holzoberfläche geschossen werden. Ein roter Zierring zeigt an, dass die Schüsse nahe Pfeile herausschlagen werden. Ein grüner dagegen. Ja. Gut. Kriegen wir schon hin. Das war ein roter. Und jetzt machen wir noch einen grünen. Oder auch nicht. Aber ich kann da ja eh ranspringen. Also. Oder? Jetzt ein grüner. Genau. Und dann komme ich da auch hin. Juhu! Okay. Pilze brauchen wir nicht. Haben wir alles anscheinend. Nee, das ist falsch hier. Soll ich jetzt wieder mit den Pfeilen arbeiten? Anscheinend schon. Schaffst du es dahin? Jawohl. So, und jetzt... ja. Wenn ich den jetzt einen roten mache, dann bleibt meine trotzdem da stehen. Ich dachte, jetzt vergeht der andere. Das wird nix. Gehört zu Tomb Raider dazu, dass Lara auch mal sterben muss. Muss auch mal gesagt werden. Ja, da unten geht nicht, deswegen mache ich den mal hier hin. Damit wir erstmal überhaupt auf diese Seite kommen. Ja, und dann kannst du auch direkt darüber, oder? Was soll denn das, Gehampel? Da ist endlich noch ein Lager und noch ein bisschen Erzzeugs. Oh Mann, krass, ey. Was hat er denn so heilende Kräfte, der Jacob? Was ist mit dem denn los? Das ist ja echt cool. Dann noch eine ehrwürdige Gletscherspalte, die wir hier gefunden haben als Lager. Aha, aha. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben.
Ja, das glaube ich dir. Die Klamotten nerven mich. Schon wieder. Ja, Kampf erprobt. Leichte Canvasjacke, die einem stehen von frühen Gesundheitsschäden. Hatten wir aber auch schon. Komm, wir nehmen die Jacob-Jacke, weil wir jetzt mit Jacob zu tun haben. Das machen wir mal. Ja, genau. Das finde ich schon besser. Und jetzt machen wir nochmal ein Waffen-Upgrade hier. Weil wir so lustig sind, können wir die Kletterachse könnten wir verbessern. Vorbote, Maschinenpistole, Handfeuerwaffe und Bogen. Ich glaube, wir sollten mal hier auch was tun. Aber irgendwie will ich auch mal eine Waffe richtig hinkriegen. Das ist auch doof. Maschinenpistole, Sturmgewehr. Mach mal das Sturmgewehr besser. Mündungsbremse. Leitet die beim Feuern freigesetzten Gase ab, um den Ruckstoß und das ungewollte Anheben des Laufs zu reduzieren. So, und dann können wir ja noch mehr machen, wenn wir schon dabei sind. Zum Beispiel bei der... Vorbote. Gewehr. 50%, 58%. Repetiergewehr können wir auch verbessern. Vorbote. Da ist ja kaum was gemacht hier. Sehr schön. Das war's jetzt auch schon wieder, ne? Oh Mann, das war's auch schon wieder. Schade. Na gut. Wie sieht's eigentlich aus so mit Muni? Alles noch voll. Kann man hier tauchen? Ja. Da ist noch was. Da glitzert was. Was glitzert denn da? Ah, noch mehr. Was sie da in der Erde findet. Eifriger Lerner. Oh, das ist schön. Da können wir noch... Was können wir da machen? Noch erst schürfen. Oh Gott. Faszinierend. Wo sind wir denn jetzt hier? Sieht so ein bisschen aus wie auf dem Elefantenfriedhof von König der Löwen. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Na, da kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen da durch die Spalte gehen. Ist da noch was? Nee. Dann gehen wir mal durch. Oh Mann, ey. Es ist alles so spannend und toll. Ach ja. Ja, kommen wir wieder zurück. Dann springen wir mal. Hui. So, noch was in der Ecke? Nee. Weg der Unsterblichen. Mit dem Orrery den Eingang nach Kitesh öffnen. Unglaublich. Ja. Mal sehen, wie das funktioniert. Das ist ja mal eine krasse Anlage hier. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, die stirbt. Ja, oh krass, oh toll. Das Orrery. Oh, Kitesh, tot. Ja, dann müssen wir wohl irgendwas hier ziehen und drehen, damit wir da rauf können vielleicht. Kann ich da jetzt rüberspringen? Nö, hä? Ah, jetzt versuche ich es aber wirklich. Jetzt will ich gar nicht mehr sterben. Jetzt will ich da rüber. Vielleicht hätte es noch ein Stückchen mehr zu uns rüber. War es noch nicht nah genug irgendwie dran? Ziehen wir ordentlich. So. So, und jetzt?
ist das schon gerade? Ah, okay. Es muss schon ganz genau sein, sonst wird das nichts. Jetzt speichert das Ding auch. Ich muss das in die richtige Position bringen. Kann man hier irgendwie an diesen Dingern ziehen oder so? Nee. Kann ich da ranspringen? Ich glaube schon, aber... Soll ich mich das jetzt trauen oder nicht? Machen wir mal wieder zurück. Ach, guck mal, da ist auch so ein Kletterding. Ja. Die kann man auch vielleicht verdrehen nochmal. Ist ja alles sehr spannend hier. Ich will das aber eigentlich... Genau, ich will das noch mal mehr hier hingedreht haben, weil da hinten kann man an die Wand springen. So, dass das so eher steht. Ich glaube, so ist besser. Da kommt man jetzt auch hin. Es sei denn, es dreht sich wieder zurück. Aber ich glaube, es bleibt so. Ich glaube, das bleibt so. Man muss jetzt so von Eck zu Eck vielleicht springen. Ich weiß nicht, ob man da an den Fenstern lang kann. Ich versuch's mal. Okay, jetzt bin ich hier oben drauf. Ja. Da an die Wand kann ich, glaube ich, aber nicht. Das heißt, ich muss schon... Ja, ich sehe schon. Ich muss dann an das Kletterhaken-Axtteil-Ding. Glaube ich. Das heißt, wir drehen das mal rum. Damit wir da auch rankommen können. Ja. Ist das jetzt nah genug? Mhm. Ja. Genau. So habe ich mir das gedacht. Du kannst aber nicht, während du da rumbalancierst. Okay, die Idee ist schon mal ganz gut, denke ich. Wir sind von da nach da rüber gekommen. Wenn ich das jetzt auch noch mal drehe, das andere, dann... Ja, okay, ich muss noch mal zurück. Das mache ich natürlich total gerne. Das muss ich drehen, damit ich da hinten rankomme. Das hier muss einmal umgedreht werden. Wunderbar. Mhm. Ist aber immer noch nicht weit genug. Scheiße. Warum kann sie hier auf dem Schwebeding nicht einfach nochmal einen Pfeil schießen? Kann nicht so schwer sein, ne? Ja. Mann! Jetzt stirbt die mir hier schon wieder weg. Wie sind die jetzt gedreht? Es muss andersrum. Nicht da auch rankommen. Ich muss da rüber. Es muss noch viel weiter rüber. Oder soll ich von hier loslegen? Damit ich da hinten rankomme. Aber wö. So. Ja. Oh Gott, ich verliere die Zeit gerade aus den Augen. Sorry, dass der Part hier gerade so lang wird. Aber ich mach mal, ne? Ah! Oh Gott! Das ist voll spät, ja. Das Kletterhaken-Ding rangemacht. Jawoll. Bin oben! Münzen. Das ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ja, ich habe es trotzdem schon mal bis nach hier oben ganz schnell geschafft. Also wir sehen uns im nächsten Part, Leute, bei Rise of the Tomb Raider. Bis dann!